Schuften, Schuften, Gartenarbeit, Gartenarbeit. Siehst du, auch ein 20er bekommt man hier. Der Theo 20er. Ein Herz auch noch. Ist das nicht super? Vielleicht kriegen wir die Rubine ja voll. Dann hätten wir alles, alles voll. Außer die Flaschen, aber das ist egal. Wir hatten sie ja mal voll, das zählt ja. Obwohl, dann könnte ich auch zu den Rubinen sagen, ja, die hatten wir auch mal voll. Na gut. So. Ja, wieder. Viele Rubine bekommt man ja auf jeden Fall nicht, das lohnt sich überhaupt nicht. Aber zumindest ein paar bekommt man. Und das ist ja okay. Jetzt hier wieder einmal. Aua. Nee. Ja. Wieder ein 20er. Das sieht super aus. Ein 1er. Hier kriegt man vielleicht 100 Rubine zusammen. So Pi mal Daumen. Habe jetzt nicht genau geschaut, aber müssten ungefähr 100 sein. Vielleicht kommt so ein Zelda. Sound. Und dann wäre ich echt überrascht. Aber denke ich nicht. Rock, 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 roll! Ja, yeah, danke, Baby! Jetzt habe ich noch mehr Power! Um was geht's? Das Problem ist, wenn wir hier reingehen und dann wieder raus. Ist das trotzdem da? Lol, hätte ich gar nicht gedacht. Okay, dann. Ah, hier können wir auch noch. Hier können wir auch noch. Das wird einer der längsten Videos, die ich je gemacht habe. Die Videos, die immer über Länge haben, die sind nicht so lang. Die haben dann vielleicht immer auf den anderen Part zwei Parts gesplittet. Mindestens maximal 5 Minuten gesplittet, aber. Gut, wir fliegen jetzt zurück. Und hoffen, dass er jetzt endlich da ist, Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Sorry. Gleich eine Dreiviertelstunde. Ja, aber das ist also wegen der Tyro-Quest. Das hätte man eigentlich auch schon vor dem Fati-Fight machen können, aber ich habe es nicht getan. Warum nicht? Warum nicht? Sollte ich ein Let's Play gehen, man sollte ich das auf jeden Fall davor tun. Tut sie bringen. So, jetzt hoffen wir noch. Oh, ein 20er. Dankeschön. Bitte? Ach, sieh einer an. Wir haben es geschafft. Juhu, der Orange Farm mit Yolanda blüht. Dank deiner Hilfe. Danke, danke, danke schön. Wir forschen vorerst nicht weiter, aber wir haben schon viele neue Ideen. Samba Tyloriander, Jumbo Tyloriander, Mambo Tyloriander. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben alles erreicht, was man in diesem Spiel erreichen kann. Das einzige Problem ist, dass wir jetzt noch den neuen Tyloriander ausprobieren werden. Der kostet aber sage und schreibe 300 verdammte Rubine. Also nicht nur, dass das rote Elixier 150 kostet, kostet das andere für den Tyrop zu kaufen 300. Macht 450 insgesamt. Das grüne Wasser kriegt man umsonst, dafür aber nicht den Tyrop, der kostet glaube ich auch 200. Das macht dann schon 650 und dann auch noch den. Komm, wir fliegen jetzt einfach hin. Der Milch-Tyrop, der kostet 100, macht 750 und dann noch der Tyrop macht 950. Also kriegt man gleich sein ganzes Geld weg. Aber wenn man natürlich den Rubin-Tyrop kauft, dann kriegt man das Geld schnell wieder rein. So läuft das. So läuft das. So, der orangefarbene, ja. Oh, hallo, der orangefarbene Tyrop, das mehr Feen auftauchen, 300. Ist ein bisschen viel, aber. Ja. Ja, egal. Ich habe gedacht, wir brauchen dafür nur 20 Minuten, aber falsch gedacht, heute Morgen immer ist der Briefträger. Ja, ja. Wir haben es tatsächlich geschafft. 100%. Mit dem ich vor diesem, mit dem Start des Projekts, was ja auch schon ein ganzes Weilchen her ist,
Habe ich auch nicht damit gerechnet, also. Ja. Schon ziemlich geil, das Gefühl, wenn man etwas zu 100% gemacht hat. Und vor allen Dingen dann noch so etwas, was eher auf dem Zufall basiert, was mit den Glücksfragmenten angeht. Nein. Ich wollte eigentlich den Tyrup einnehmen, aber okay. So. Auch wenn unsere Anzahl Herzen voll sind, wir holen uns nochmal ganz, ganz viele Feen. Da, schaut euch das an. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja ultra unfassbar. Genau. Das war das Wort. So, ja. Was soll man noch sagen? Schön war's, ne? Schön war's. Und ja. Würde ich mal sagen, war's das. Mit dem Let's Play Legend of Zelda. Minish Cap, ein ultra unfassbares Spiel. Unfassbar geiles Spiel. Nein! Ich will volle Leben haben. Nein! Gib mir ein Herz. Ein Herz für Kinder. Ah. Ja, Rubine sind auch schön, aber ich will volles Leben haben. Da habe ich ein Herz droppen gehört. Okay. Nein! Hehe. So. Nein, der macht mir bestimmt noch zunichte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, geh lieber. So, ja, was ich jetzt noch machen will, ist einfach nur schlafen. Das ist das Stichwort. Wir gehen jetzt zu Onkel Alberich. Jetzt legen und schlafen. Und dann war's das. Immer mit diesem Let's Play. Wir haben alles. Wir haben den Spiegelschild. Wir haben den magischen Bumerang. Wir haben die große Fernzünder-Bombentasche. Wir haben den Lichtbogen und die großen, den großen Pfeilköcher. Wir haben einfach alle vier Flaschen. Wir haben alle Fragmente, alle Nintendo-Figuren, alle Schwertfibeln. Alles, alles, einfach alles. Wir haben alles gemacht, was zu machen ist. Und jetzt gehen wir uns eine Runde hinlegen. Was hat denn Onkel Alberich noch zu sagen? Will der noch was? Oh, Link. Es steht schlecht im Schloss Hyrule. Da fällt mir ein. Haben das doch alle Items? Ja, ja. Ja, wir haben zwar die Welt gerettet, aber als Dank dafür ist die Welt immer noch nicht gerettet. So. So, wir legen uns jetzt hin. Hast du noch was zu sagen, Ezelo? Wenn Vati das Force erlangen sollte, wird Zelda, die das Force in sich trägt, nicht unbeschadet bleiben. Link, wir dürfen das nicht zulassen. Schnell hinein ins Innere. Nee, nee. Ich bin müde. Das ist dein Zimmer, ja? Ab jetzt also mein Zimmer. So. Hey, bist du nicht müde? Willst du dich ein bisschen ausruhen? Ja. Und damit war's das. Tschüss.